willkommen zu einer neuen Folge von Imperium Galactic Survival mit dem Bell, dem Spielekaiser und mir, dem Kretzentor. Einen schönen guten Tag. Guten Tag, hallo. Ihr habt natürlich irgendwie, das ist so, damn, wenn man, da probierst du vorher aus, ob dein Hotkey funktioniert für die Aufnahme. Ging, dann tappst du mal raus, tappst du da rein, geht nicht mehr. Egal. Ging es nicht? Ach doch, mir fehlt eine Sekunde, aber es ist, das mache ich momentan immer so, das hat schon, das passt. Hat sich bewährt, ja. So. Wir sind auf der Suche nach Magnesium, haben wir jetzt gerade festgestellt, glaube ich. Also offen gestanden, wir wissen nicht mehr genau, was wir gesucht haben, aber vermutlich war es Magnesium. Jo, und wir sind jetzt in der Version 5.21. Genau. Möchtest du sagen, was Neues gibt? In dieser neuen Version könnt ihr jetzt endlich die Geschütze konfigurieren, auf was sie schießen sollen, was das leidige Problem von der Munitionsverschwendung behebt, weil die Geschütze ja immer so gerne tonnenweise Munition auf Blumen schießen, wie wir hier gerade sehen können. Ja. Schießt ja nicht mehr auf die Tiere jetzt. Nee, das haben wir abgestellt. Man kann ja jetzt inzwischen Predator angreifen. Das sind, glaube ich, alle Tiere, die einen angreifen können. Prey sind, glaube ich, generell alle Tiere, auch so die freundlichen Aliens. Ihr könnt ja das Menü mal zeigen im Bildschirm. Ja, ja, habe ich auch gerade offen. Aliens, die haben wir natürlich angelassen. Das sind, wie gesagt, alle Aliens inklusive Drohnen. Und Other Factions müsste für PvP-Spieler stehen. Da wir hier keine haben, können wir es auch anlassen. Ja, und als weiteres sehr interessantes Feature könnt ihr jetzt eure Blueprints im Survival-Modus spawnen. Dafür gibt es jetzt ein neues Menü. Also bei mir ist das unter F5. Ich weiß nicht, wo es bei den anderen zwei Jungs ist. Da ich nichts verstellt habe. Da kommen meine FPS. Da kommen auch meine FPS. Ich habe aber nichts verstellt. F6 ist es. Ah. Ach, jetzt zeigt dir die Rohstoffe direkt an, die du brauchst. Das ist ja gut. Krass, okay. 1030 Eisenbarren, eieiei. Und hier versucht ihr jetzt einfach auf der linken Seite euer Blueprint aus, was ihr bauen wollt. Das kommt auch an, was ihr auf eurer Festplatte habt. Das muss nicht auf dem Server sein. Mhm. Dann klickt ihr auf In Fabrik. Dann kommt ihr in einen zweiten Bildschirm. Da müsst ihr unten in das kleine Itemfeld müsst ihr die Ressourcen packen. Aha. Die oben gefragt werden. Ihr könnt mehr reinpacken als gefragt, denn die wandern dann in den Speicher und werden beim nächsten Blueprint dann weiter benutzt. Aha, okay. Und wenn ihr alles drin habt, dann wird der Start-Produktions-Button freigeschaltet und ja, dann müsst ihr so lange warten, bis die Zeit abgelaufen ist. Also ohne Konstruktor? Ja. Mhm, und dann steht das fertige Schiff da oder habe ich und die ganzen Teile? Und wenn es fertig ist, landet der, fertige spawnbare Bauplan landet dann wieder im ersten Menü in der Bibliothek, steht ganz oben. Hm, da klickt ihr dann drauf und Objekt erzeugen und dann setzt ihr den einfach in die Welt. Cool. Du kannst aber auch mit den Blueprints, war das im Kreativmodus nicht so, wenn ich da selber ein Haus oder sowas gebaut habe, dann kann ich da irgendwie die Abmessung festlegen und das als Blueprint aufnehmen oder so, ne? Ja, wenn du das Haus gebaut hast, kannst du die Blueprint ja speichern, wie immer. Kapitel Wessel braucht fast 2 Stunden. Ich habe das noch nie gemacht und das wissen wahrscheinlich auch die wenigsten, wie es geht. Ich stelle mich dann vor mein Haus und gehe in dieses Menü rein und dann zeigt er mir das da drin schon an, weil das Haus ja einen Namen hat, die Basis, oder wie kann ich das vorstellen? Nee, du musst das Blueprint erst speichern. Das ist musst du gucken, was bei dir in der Belegung dafür als Taste vorgesehen ist. Ah, okay. Mhm. Also dann kriege ich so eine Auswahlliste, aber von den Gebäuden, die wir hier auf diesem Planeten wahrscheinlich haben oder welche oder von den Raumschiffen. Nö, die auf deiner Festplatte sind. Auf meiner Festplatte ist ja jetzt kein Blueprint. Doch, du hast standardmäßig schon ein paar Blueprints von den Entwicklern bekommen. Ja. Die 4, die du drin siehst, du kannst auch welche runterladen von der Community zum Beispiel. Ja, will ich nicht. Was ist mit unserem Raumschiff, in dem wir jetzt gerade sitzen? Davon können wir ich Blueprint die ganze speichern, wenn wir wollen. Ja, genau. Und dann können wir gerade mal demonstrieren, dass die Kanonen die Drohne da abschießen. Oh, wir könnten eigentlich da ins Kraftwerk gucken. Ich habe volle Taschen. Obwohl, wir haben eine Kiste hier, ne? Klar. Ja. Ach ja, klar, sicher. Die habe ich hier noch nicht eingeräumt, weil ich wollte nicht ausloggen und alles in die Kiste packen. Wer weiß, was passiert in der Zwischenzeit. Ich glaube, da muss man mehr. Schlau ist, näher dran zu gehen, weil die Alien-Türme haben eine ziemlich hohe Reichweite. Ach so, ja, dann fliegen wir nochmal rum. Magnesium haben wir immer noch nicht gefunden, ne? Noch nicht, ne? Ja.
Ja, da sind aber ein paar Lootkisten drin. Da ist ein Magnesiumlager. Ich habe da. Ja, dann. Denk mal, wir parken hier am Ufer und gehen mal ins Kraftwerk hoch. Hm? Magnesium wäre eigentlich auch wichtig, weil sonst können wir demnächst keine Munition mehr herstellen. Genau. Dann willst du zum Magnesiumlager fahren oder Kraftwerk leer rollen? Ich würde zum Magnesiumlager fahren, vielleicht. Zumindest schon mal ein bisschen was holen, ja. Wir sind ja schnell, mit 3 Leuten haben wir genug zusammen. Können wir am Rückweg ja mal kurz reingucken. Ah, ich hätte. Das, noch ich, eins. Ich hätte auch Bedenken, dass wir irgendwie all unseren Krams verlieren, irgendwie so. Naja. Oder dass sie uns das Raumschiff hier abschießen, gleich die Drohnen, wenn wir. Ja, das können wir jetzt gleich beobachten, weil noch da ist eine Drohne, die wir gleich in Reichweite haben werden. Bin ich an den Dino gestoßen. So, jetzt aber. Dino Raider. Nee, hier passiert. Ah, doch, jetzt bewegen sie sich, ja. Oh, ja. Funktioniert doch. Cool. Kann ich mal eben aussteigen sonst? Ja, gehen wir ein bisschen runter, damit das Einsteigen wieder einfacher ist. So, ja, obwohl das Magnesium-Erzlager ist direkt neben uns. Ne? Oh, ja. Aber ich würde gerne die andere Drohne auch noch wegmachen, sonst kommt die noch vorbeigeflogen. Ja, mach weg, ich laufe schon mal rüber zum Erzlager vielleicht. Weil wir haben hier weil die ist ziemlich nah. Ich halte hier die Stellung. Kannst du schon mal freilegen. Aber was ich gut finde bei den Blueprints, ich dachte, wie gesagt, wieder besseren Wissens, dass man das einfach so hinstellen könnte, aber man braucht schon die Materialien dafür. Das finde ich eine gute Sache. Ja, ursprünglich konnte man es einfach so hinstellen. Ah, deswegen ging es ja im Survival noch nicht. Ah, okay. Ja, gut. Dann, Dann habe ich ja noch nicht komplett falsch geguckt. Das ist gut. Nee, hast du nicht. Das ist jetzt, wie gesagt, erst seit dieser Woche. Ah, oh Gott. Da fliegen wir besser nicht hin. Hat schon angefangen zu schießen, das Kraftwerk? Nee, aber wir waren schon in Reichweite. Die Türme haben ja zum Glück eine gewisse Latenz, bis sie anfangen, was zu machen. Ja, das hatten wir auch einmal in der Einfolge. Sind wir ausgestiegen, so in 300 Meter Entfernung, nichts passiert. Und als wir dann hingelaufen sind, dann hat es auf einmal angefangen, auf unser Schiff zu ballern. Ja, da waren wir schon halb da und erst hat es auf uns geschossen und als es uns nicht mehr sehen konnte, hat es dann auf unser, das war ganz, ganz gemein, war das. Ja. Wie viel Verdammverladung habe ich denn noch? Okay, 6 Stück. Kommt denn hier bald mal Magnesium oder? Ja, wir sind jetzt gekommen. Ja, hier doch, da ist es. Also so senkrecht, wie du dich reinbuddelst, ist aber schwierig, ne? Gerade. Ja, kommt immer raus. Raus kommst du immer. Ja, das Problem ist, dass du 80% der Ressourcen drin lässt, wenn du so ein kleines Loch machst irgendwo. Das ja, meine ich nicht. Ich baue auch immer lieber runter und dann im Kreis laufen. Ja, aber die 8 Meter ach, über dir, die hast du dann schon ausgelassen. Das meine ich damit. Hier ist doch gar nichts. Es gibt ja noch was Wichtiges, habe ich ja vergessen. Was denn? Im P-Menü könnt ihr jetzt Energieverwaltungsgruppen erstellen. Energieverwaltungsgruppen, aha. Also im das im heißt, du kannst jetzt zum Beispiel alle Triebwerke, was ich jetzt machen werde, in eine Gruppe packen. Die nenne ich mal Triebwerke. Mhm. Dann kannst du alle Triebwerke ausschalten oder einschalten. Genau, aber ich muss das ganze Schiff nicht ausschalten. Cool. Dann bleiben die Geschütze aktiv und die Türen und es spart Strom und ist aber trotzdem noch funktionstüchtig dann. Genau. Okay. Und nur die spritfressenden Sachen kann man halt geteilt ausschalten. Das ist gut. Du kannst zum Beispiel auch jetzt, was man ja immer bei Problemen bei Basen hatte, zum Beispiel der Forschungsbasis damals mit den vielen Lampen, kannst du alle Lampen in so eine Gruppe packen und sie mit einem Knopfdruck ausmachen. Stimmt, ja, ich erinnere mich. Wir hätten einfach F drücken können. Ja, okay. Genau. Das haben sie dann ja auch in den Kommentaren geschrieben, aber da war das natürlich alles schon erledigt. Zweimal haben wir diesen Scheiß gemacht. Zweimal irgendwie 300 Lampen ausgeschaltet. Ja. Oh Mann, ey. Es war auf einmal wieder alles an. Nein! So, jetzt habe ich nämlich nur die Triebwerke ausgemacht. Jetzt sind die Geschütze und alles andere trotzdem noch an. Das ist super. Dann muss ich mir gleich mal angucken, wie das aussieht mit den Gruppen da. Ja, einmal zeigen. Und Waffengruppen konnte man jetzt auch erstellen irgendwie, ne? Wenn man jetzt ein Schiff baut, dass man mehr auch, als an die 8 oder 9 Waffen machen kann. Das meinte ich, das hatte ich irgendwie gelesen mit Waffengruppen, ja. Boah, brauche ich mal einen Jäger mit 20 Raketenwerfern. Hau, hau, hau.
Müsste man mal ausprobieren, ja. Aber wofür sind die Waffengruppen dann? Das habe ich, ich habe es nur gelesen. Ja, früher war es ja so, dass alle Waffen, dass die Waffen einzeln in der Leiste waren. Also jedes einzelne Geschütz. Das ja, aber wenn ich drei Raketenwerfer hatte und ich habe die Taste 1 gedrückt, haben ja trotzdem alle drei geschossen. Ne? Ja, aber genau, und das ist jetzt nicht mehr so. Ach so. Das heißt, du kannst jetzt zum Beispiel eben sagen, nur die äußeren Raketenwerfer oder nur die inneren oder alle zusammen. Ja, okay. Zum Beispiel. Was gerade bei Drohnenkämpfen zum Beispiel viel Sinn macht, dass du dann alle anschaltest irgendwie oder aus dem Weltraum die Dinger. Finde ich nur bedingt. Solange die alle auf einen Fleck schießen, ist es eigentlich nicht so richtig. Ich würde es, glaube ich, fast besser finden, wenn jede Knarre für sich immer gerade ausschießen würde. Weil wenn du dann nämlich so ein Quadrat von Raketenwerfern anordnest, dann fliegen die Dinger auch parallel zueinander. Und dann hast du nämlich eine größere Trefferchance, als wenn die alle sich auf ein Ziel konzentrieren. Weißt du, was ich meine? Bis 100 Meter geht das ja, aber danach wird es halt schwierig, dann fliegen sie alle auf einen Punkt. Eben, genau, schräg. Wenn man dann mehr hätte, das, so eine ganze Batterie, dann wäre das natürlich irgendwie auch cool, ne? Ja. Könnte man ja mal vorschlagen. Ja, und ein Recycling-Button hätte ich gerne für irgendwelche Sachen, die man nicht mehr braucht, alte Knarren oder so. Ja, das wäre noch sehr gut, wenn sowas geben würde. Das wäre noch toll und... Und das und jene sind. Ich verbrenne meine mal im Campfire. Ach, falsches Spiel. Genau. Ja, gut. Kommt drauf an, ne? Wie es ausgelegt ist. Ne? Wenn es ausgelegt ist, komm, eine Waffe soll schon auch Material kosten und nicht für dich was zurückbringen, dann. Also es muss nicht unbedingt ein technisches Problem sein. Es kann sein, dass sie es gerade nicht wollen irgendwie. Weil sie sich dabei auch was denken. Andere Prioritäten. Yay. So. Also ich habe jetzt mal ein bisschen hinter dir aufgesammelt. Ich habe jetzt knapp 400. Ach, du sammelst... Ich mach die Arbeit und du sammelst hinter mir auf. Nee, ich habe auch Arbeit gemacht. Ja, das sehe ich, ja. Du machst ganz schön Arbeit. Irgendwann. Du machst ganz schön Arbeit. Ich mache Arbeit, genau. Ich habe auch Arbeit gemacht. Sagt mein Chef auch immer. Du machst mir Arbeit, ey. Ich will mal gucken, wie viel habe ich denn hier? Wahrscheinlich sind das nicht so viel. Aber ich kann gar nichts aufnehmen, weil meine Taschen voll... Ach doch, 191. Alles klar. Magnesium hatte ich schon, deshalb konnte ich noch was aufnehmen. Ja. Super. Und ein bisschen Schocker. Ich weiß gar nicht, ich glaube, da kommen wir eine Weile mit hin. Ich kann das nicht sagen. Ja. Wobei, wenn wir nachher drei Raumschiffe haben, was meinst du, was wir verballern? Haha. Ja. Xento, wo bist du denn? Ich hab gedacht, ihr wart woanders. Komm mal. Wieso bist du bei dem anderen Magnesiumlager? Achso, da kannst du auch plündern. Ich baue jetzt mal mit beiden Tasten ab. Ich habe die ganze Zeit eben nur eine genommen. Ja. Weil ich das Gefühl habe, dass du zwei abbaue. Inventar voll, kann ich mir aufheben? Das ist ein Scherz, warte mal. Jetzt geht's. Nee, kann Gegenstand nicht aufheben. Ach, den Stein kann ich nicht aufheben. Ach so. Will ja sowieso keine. Oh, Schotter ist super. Das ist Gesteinserz, doch. Aber da haben wir einiges. Also sollte für unsere Pflanzbeete und so weiter reichen eigentlich. Für die Nährlösung. Wir haben ein Esser mehr. Ja. Mit so. Esser. Ja, ist schon immer schlimm mit diesen Mitessern. Schwierig. Oh, da bist du ja. Yay. Das ist also ganzerweise abwertend gemeint, ne? Also jetzt hat nichts mit den Dingern zu tun, die man manchmal im Gesicht hat. Als Teenie. So. Ich würde eher gerne mal wissen, wo sie auf den Namen gekommen ist. Ja. Ich habe noch nie gesehen, dass ein Pickel mitgegessen hat. Du bist eigentlich mal Wikipedia und Google fragen. Aber was hier rumliegt an Zeug, Wahnsinn. Ja. Aufheben, bevor es despawnt.
immer diese Unordnung, gell, dass die Erde nicht aufräumen kann. Accentor, aber der kommt aber viel raus. Nimmst du beide Maustasten oder nur eine? Oder? Ich nehme beide, ja. Ja, ich nehme jetzt gerade auch beide. Weil, ne? Ich will aus diesem Loch hier raus, sonst sind wir die ganze Folge wahrscheinlich drin. Obwohl, ja, dann sind wir halt mal eine Folge in so einem Loch im Graben, ist ja egal, wir haben ja auch... Das ist ein Spiel, wo man Sachen abbauen muss. Genau, eben, wir haben ja auch was zu erzählen. So, worüber können wir mal reden, mir fällt nichts ein. So. Wie war denn eure Woche? Ja, okay, nächstes Thema. Aber auf alle Fälle sind wir uns schon mal einig. Kalt ist es hier momentan. Ja, hier auch. Also ja. Minus 8 Grad, gut, was heute, irgendwie Freitag früh. Aber die ganze Woche war es arschkalt. Ja. Ja, heute habe ich sogar auch mal Fenster aufgehabt hier wieder, aber. Also ich glaub, morgen. Heute Nacht gab es Eisregen. Ja. Also kam gestern Abend hier noch über das Handy eine Eiswarnung rein. Und Radio hat auch gesagt, sieht nicht gut aus. Bremen ist von der Außenwelt abgeschnitten. Die plündernden Massen plündern die Supermärkte. Ja, genau. Es wurden Zombies auf der Straße gesichtet. Genau, man sollte ja immer Wasser für 2 Wochen zu Hause haben, ne? Frischwasser. Ja, klar, sicher. Das steht irgendwo. Ich habe das leider nur nie zu lesen gekriegt. Mir hat das keiner gegeben von den Politikern oder von der Stadtverwaltung oder so. Echt? So notfallplanmäßig, ja, ja. Ich dachte, was meinst du, was da für eine Panik losgehen würde, wenn das von offizieller Stelle vorgeschlagen würde? Ja, irgendwo wird das wohl stehen. So, was machst du, wenn Stromausfall ist? In Deutschland gibt es keinen Strom. Aber viel interessanter, habt ihr von dem komischen Planeten gehört? Die haben jetzt erstmal einen neuen Planeten gefunden. Ja. Alf hatte schon mal recht, ne? Nein, nein, Moment, sie vermuten einen. Also ich habe den Artikel auch gelesen. Wir gehen jetzt davon aus, es ist Alvin, so. Nee, Rupert. 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 Ja, genau. Einmal Rupert und zurück. Per Anhalt durch die Galaxis. 5. Band der Trilogie, glaube ich, oder so. Dann heißt ja Rupert Alvin halt. Gibt übrigens 6 Bände und nicht noch 5. Ach ja, die haben ja, nochmal nach seinem Tod so einen halben gefunden, ne, glaube ich, ne, oder? Ja, aber der ist auch gut, also gefällt mir sehr gut. Ist schön geschrieben, auch wenn es nicht von der Seite ist. Oh, interessant, das ist der unbekannte Alien-Planet. Ich sterbe. Dieser KIC, schieß mich tot, den sie schon vor, weiß ich nicht, ein paar Jahren gefunden haben, der seine Helligkeit ändert. Wo so irgendwie Strukturen drauf vermuten. Ah ja, das genau. Das ist cool. Aha. 1500 Lichtjahre nur weg. Ja. Erst, also am Anfang hieß es, es ist sehr seltsam, es könnte sich um eine außerirdische Megastruktur handeln, einen sogenannten Dyson-Schwarm, um das Gebiet. Das ist sozusagen der kleinste Bruder der Dyson-Sphäre. Dann hieß es wieder, nee, es sind doch Kometen und das haben sie ja mal über 100 Jahre lang zurückdatierende Beobachtungsdaten gefunden und da hieß es, nee, das können keine Kometen sein. Nee. Jetzt sind sie wieder bei Aliens angekommen. Er hat innerhalb von 100 Jahren eine Helligkeitsschwankung von 20% gehabt und da brauchen Sterne normalerweise Millionen Jahre für irgendwie. Aha. Ja. Und jetzt gehen sie davon aus, dass da vielleicht riesige Sonnenkollektoren sind, was aber auch irgendwie nicht gehen kann, weil die dann 14.000 Mal mehr Fläche hätten als die Erde oder so. Okay. Ja, und ist doch egal, wenn ich ein ganzes Sonnensystem, also Entschuldigung, genau, das ist wieder mal so eine menschliche Sichtweise, weil wir es nicht können, ist es unmöglich. Wahrscheinlich sind das einfach nur ein paar Warpkerne, die mal eben offen liegen gelassen wurden oder sowas. Nee, das sind wir hier. Ausgehen. Wir sind das hier, ja genau. Ja, einfach beim schließt sich der Kreis wieder. Das ist einfach nur mal 3 Leute beim Erzabbau und so sieht das aus. Ja. Ich finde es halt immer nur witzig, wenn dann Seti versucht, seine Radiosendung zu empfangen, wenn sie nichts empfangen, da könnte keiner sein. Ja, also spannende Geschichte auf jeden Fall. Ja, klar. Also ich denke, die Chance ist schon groß. Warum soll es nicht so sein? Ich finde halt dieses Detail, wenn sie halt keine Radiosignale finden, dass sie dann immer sagen, nee, kann nicht sein. Das ist ungefähr so, wie wenn irgendwelche Inselbewohner, die noch in der Steinzeit leben, noch mit Rauchzeichen kommunizieren, der Meinung sind, ich kann von Amerika, was ich ja nicht sehen kann, keine Rauchzeichen sehen, also lebt da keiner. Kannst du dein Mikro minimal weiter wegnehmen? Hörst du das auch? Also es übersteuert ja, so komplett ab und zu. Ja. Ist übersteuert komplett momentan. Also oder du musst. Nee, es geht dir nicht um die Lautstärke, es geht mir um die Verständlichkeit. Aber das tut richtig weh im Ohr. Du knacks gemacht. Ist es jetzt besser? Das weiß ich, sage ich dir gleich, wenn du weitersprichst oder wieder lauter reinsprichst und das dann wieder. Nee, also wie gesagt, das ist halt so. Wie wenn halt ein primitiver Stamm, weil er unsere Funkwellen nicht wahrnehmen kann, sagt, da ist keiner. Ja, könnte durchaus sein. Es gibt ja auch Videos vom Mond, wo dann irgendwie so ein Raumschiff vorwegfliegt und 3 Thruster zündet. Das sieht echt krass aus.
Und ich glaube nicht, also klar kann man alles computermäßig machen, aber der Typ ist schon krank, der das da gefilmt hat. Und so überzeugt. Sagen wir es mal so, wenn Mr. Dr. Buzz Aldrin sagt, dass sie auf dem Mond Sachen gesehen haben, die wir nicht gesehen haben, halte ich das schon für stichhaltiger als ein Foto. Das ist ein Thema, da darfst du mir nicht mitkommen. Die waren nie im Leben auf dem Mond. Ach klar waren die da. Niemals. Ich würde schon sagen, dass sie schon oben waren. Du, weißt schon, dass die deine angeblichen Beweise, dass die alle widerlegt sind, ne? Auch wegen der Flagge und dem Schatten. Beweise und so. Aber wenn du einfach mal überlegst, warum zu der Zeit, wo sie noch niemals Farbfernsehen hatten, wollen die in der Lage gewesen sein, da hochzufliegen? Ja klar, warum nicht? Weil da mehr Gelder reinfließen als nach Farbfernsehen. Nee, und, ja, das stimmt. Und ich meine, was ist aus dem Farbfernsehen geworden? Hast du schon mal RTL angemacht? Siehst du? Ja, genau. Darf ich einen Kompromiss vorschlagen? Was denn? Ich würde sagen, die waren oben, aber das meiste, was die Leute im Fernsehen gesehen haben, war wahrscheinlich aus dem Studio. Das kann auch sein. Aber wenn man sich mal die Historie dahinter anguckt mit dem Kalten Krieg, die mussten die Russen toppen. Ja, deswegen hat Amerika ja auch so einen Arsch voll Geld da reingeschickt. Und sagen wir mal ganz ehrlich, wenn ein privater Milliardär ein Raumschiff bauen kann, was wie ein Flugzeug startet und landet, dann wird eine Regierung es ja wohl schaffen, so eine poplige Motorrakete zusammenzustoppen. Ja, Geld. Nein, da muss ich widersprechen. Wenn sie in Bremen Kino bauen, dann ist so ein komplexer Gebäudekomplex, wenn er vom Privaten steht, ja auch im halben Jahr. Wenn unsere Landesregierung daran baut, dann hast du 10 Jahre Baustelle und nachher kostet es 3 Millionen mehr. Das kannst du vergessen. Ich trau unseren Beamten nichts zu. Sorry. Ja, aber du musst bedenken, bei deinem Kinokomplex geht es nicht darum, den Kalten Krieg Propaganda zu machen. Nö, das ist, wobei ich habe da schon komische Plakate drin hängen sehen. Wir müssen das Kino nicht schneller fertig haben als die Russen. Das stimmt allerdings. Da die Frage war, warum waren sie denn in den letzten 20 Jahren nicht mehr oben? Weil jetzt die Menschen auf den Mond gucken können, die privaten Leute sehen würden, ne? Das ist sogar keiner. Ja, weil da oben ist. Ich bin ja mal gespannt, da war da oben ich meine, die Chinesen und Russen wollen halt, ja ne? jetzt. Die ich Chinesen und Russen wollen ja jetzt eine Mondbasis bauen. Und ich denke, die machen das wirklich im Gegensatz zu den Amerikanern, die nur Bullshit reden. Die Chinesen haben da ein großes Geltungsbedürfnis. Haben da schon einiges vorangetrieben. Und, aber natürlich auch ne, durch Ausbeutung und so. Ich bin rappelvoll hier mit Materialien. Ich da sind ja so Kisten an den Seiten, kannst du ja reintun. Ist mir zu gefährlich. Dann halt nicht, aber halt. Wollen wir es doch in Sicherheit bringen, erstmal nach Hause vielleicht? Irgendwo? Ja, und die Konstruktoren anschmeißen und ich glaube, dass wir einfach geradeaus fliegen können auf dem Planeten. Das ist, wir sind näher dran, wenn wir direkt weiter nach Osten fliegen, glaube ich. Ja. Wir beweisen, dass der Planet eine Kugel ist, was er nicht ist. Das ist egal. Aber wir kommen ja trotzdem nach Hause, oder nicht? Sicher, klar. Eben. So, dank der Teleporter. So sieht's aus. So. Also, ich bin wie gesprungen. Ich bin drin. Ich auch. Wegen mir. Ja, wir haben ja eine Passagieranzahl. Ach stimmt, dort steht's ja. Stimmt. Dass da nicht 3 steht, wundert mich. Klar. Ne, der ich Fahrer. Bin kein Passagier, ich bin der Captain. Ja, oh, Captain, my Captain. Kaiser, Moltan, hast du die Bounty gelesen? Ne? Moltan, ja, ich versuche gerade schon das Kabel durchzuschneiden, aber das funktioniert nicht. Nö, also, ja, wie gesagt, das mit diesem Ding ist schon ganz spannend. Und wie gesagt, also, ich halte das schon für möglich, dass die so, wenn die, sagen wir mal, einen Gasplaneten bei sich haben und in der Lage sind, durch Kernfusionen aus dem Gasen andere Materialien zu erstellen, warum sollen die nicht so einen Seitenschwarm bauen können? Ja, bin ich, also. Spannende Sache, echt. Mal gucken, was da kommt. Hat jemand den Planeten Earth 2 gesehen? Den Planeten, den Film. sag mir jetzt nichts. Da kommt irgendwie so eine zweite Erde in Reichweite von unserer Erde. Das sieht auch ziemlich cool aus. Okay. Aber ganz verwirrender Film irgendwie. Nö, sag mir jetzt nichts. 7 war das, ne? Ja, genau. Ich guck gerade mal nach Screenshot-Möglichkeiten oder so. Oh, da ist was vor uns. Was ist denn da vor uns? Wir fliegen genau auf was zu. Wow, was ist denn da vor uns? Kann's noch nicht sagen. Drohnenbasis, ne, die hat man doch schon, oder? Die Drohnenbasis ist größer. Größer? Das ist vielleicht hier das Bergwerk?
Kobalt gefunden. Ich kann es nicht sehen, ich habe die UI ausgeblendet. Ich will auch ein Foto machen. Normaler Verteidigungsturm, aber... Ja. Fahr mal lieber Moment, das sind doch aber zwei Türme, oder nicht? Das sieht so aus, als wenn das so zwei... Das ist größer geworden. Ach. Warum kann ich nehmen auf die Karte? Schon wieder im Chat-Modus hier. Epsilon-Verteidigung, ja, jetzt steht es da bei mir auch. Okay. Ja, die ist jetzt größer geworden, aber auch nicht viel interessanter als vorher. Okay. Was ich richtig interessant finde, ist diese komische Raketenbasis auf dem Eisplaneten. Ja. Ist gut. Gibt ja jetzt auch so eine Mech-Produktionsstätte auf Omikron, die habe ich mir noch eine nicht. Eine Mech-Produktionsstätte, geil. Ja, wenn es keine Mechs gibt. Ah, da laufen da irgendwo zwei Ad-Ads rum oder sowas. Das wäre dann. hat jemand Universe at War gespielt? Nee, glaube ich nicht damals, oder? Aber wir das müssen. Das war richtig cool. Nee, da gab es eine Fraktion, die hatte ihre Basen in Form von riesengroßen Borka-Maschinen. Das sah richtig geil aus. So ähnlich sieht die Basis auch aus. Nett, okay. So, ich gucke gerade auf die Uhr. Wir sind mal 25 Minuten. Ich würde sagen, schon wieder soweit. Dann sehen wir uns in der Base wieder. Ja, würde ich auch sagen. Ist schon wieder dunkel. Wir waren den ganzen halben Tag irgendwie in diesem Erdloch. Aber egal. Wir fahren ja auch gegen die Planetendrehung. Deswegen ist es auch dunkel. Ach stimmt, dann wird es gleich wieder hell. Das ist gut. Super. Mhm. Ja, 1A. Die Zeit rechts guck doch mal, auf die Uhr daneben. Ja, die rennt. Unter der Karte. Ja, genau. Jo, dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Genau. Jo. Im gleichen Universum. Bis dann. Tschüss. Tschüss.